Purple. Okay. Noch ein Fahrzeug mit weiteren 4 Personen, schwarz kariert. Nee, Jungs, lass die Waffen unten. Sicher sie die Streife. Ist alles hier okay hier? Warum wird denn direkt mit Waffen auf? Nee, nee, wir suchen gerade Jugula, die voll bewaffnet sind, auf Kollegen geschossen haben. Alles gut. Also ein Kopfkarre ja. ist uns frontal reingefahren gerade. Und wo ist die? Weggefahren. Nein, echt? Ich bin so, die anderen Kollegen können wieder abziehen. Die. Fort! Oh. Tödlich. Ihr mit euren ganzen dicken Prollkarren. 2 Millionen schwer und so, huh? Denkt ihr, wärt cool auf dem Server? Beschreiben Sie mir die Beziehung zu Ihrer Mutter, bitte. Ah! Oh. Ein Typ mit der Waffe. Ach, was zum wow. Teufel. Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Bitte? Hände hoch, alle Hände hoch. Ich kann mich nicht bewegen. Ich will niemanden Funken sehen hier. Ich will nichts sehen hier. Bären. Was zum Bären Teufel? Und. Ja? Ja? Was denn? Was geht, Bruder? Ja, und das Geld hast du wieder reinbekommen, du. Wobei, Herr Olego, muss ich auch ehrlich sagen, nicht die ganze Therapiestunde dabei gewesen ist. Also, durch was habe ich das wieder reinbekommen? Ich würde Joanne, hält deine Frisse! Ich würde gerne Herrn Olego 50.000 hey, geben und die anderen 50.000 hier links an meinen. Alter. Entschuldigung, Frau Mays, ich dachte, das ist Joanne, ich entschuldige mich. Hey Jay, hol mal auf. Nee, Mann, oh Bruder, ihr fährt los. Jay, beeil dich, Junge. Ich schlafe, Jay! Jay! Ja! Bruder! Junge! Oh mein Gott, Digga! Der hat mich einmal gezuckt, Junge, nicht einmal! Ich bin hier vor dir! Scheißegal, Alter, pack woanders. Nö! Wer ist das? Nein, Alter, du kriegst eine Rohrzange ins Gesicht, sag ich dir direkt. Jetzt Flüge, wir mal... Wir müssen komplett verarschen gerade. Oh, ich glaube, ich gehe in Deckung. Ernst? Sag nochmal halt die Fresse. Ist das dein Ernst gerade? Ja, ist mein Ernst. Unangenehm. Oh, Junge, die ruinieren das Auto! Also mein Auto packt keiner an. Verstanden? Okay. Was ist denn hier? Eine Taxizentrale. Wie konnte es hier eigentlich dazu kommen, dass du der Papi bist und die beiden heiraten lässt hier, mein Einzel? Das ist eine berechtigte Frage, ja. Du jackst dir ehrlich auf jede verschissene Frau ein, Mann. Was ist das? Ist das jetzt der neue Satz? Einjacken? Ein Jackson Blubber, nenn es wie ihr wollt, man der will. Kann da nichts für, ich wurde so geboren. Du hast die bestimmt an deiner Tochter eingewedet, ne? Wie bitte? Bestimmt. Oh. Nee, aber ich fand's halt hier und da mal ganz cool, oh, wenn sie für mich getanzt Geld hat. Oh, Scheiße, Mann, der hinter uns. Muss man das nicht mehr ertragen hier. Guck mal. Also meine Sohn Tochter hat mir früher nackt besser gefallen als angezogen. Das stimmt. Oha! Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Aussage. Da würde ich gerne mit ihm vielleicht nochmal im Privaten drüber sprechen. Okay. Ich gebe später mal meine Telefonnummer. Ich bin zwar keine Frau, aber vielleicht speichern Sie sich ja trotzdem. Haben Sie Herr Kevin Hilton, wäre es dann jetzt auch in Ihrem Sinne, wenn wir die Formalität endlich hinter uns bringen, damit Sie beide getrennte Wege gehen können, nur noch als Geschwisterpaar, was eventuell leichte Differenzen hat? Ich sorge für Recht und Ordnung hier, kein Problem. Schönen guten Tag, mein Name ist Officer Dretzi. Wie kann ich Ihnen helfen? Pass auf, Mann! Hey, hört auf, wieder mit der Scheiße die Leute in Brand zu stecken. Also, sonst muss ich meinen Schlagstock ausholen. Oh, der hat einen Schlagstock. Ey, ich glaub, JJ liegt. Ach du Scheiße. Wer war das? Oha. Muerte! Der kriegt jetzt einen Schwinger. Muerte war's! No! Muerte war's! Super was! Au! Au! Tschüss! Oh, Ach, Scheiße, jetzt haben wir zwei, die hier liegen. Bruno? Okay, dann. Ja, warte, ich habe eine ganz kurze Frage. Oder eine Sache. Du kleine dreckige Schlampe, Alter. Was?
Er hat aufgelegt, der kleine Bastard-Bengel. Er legt einfach auf. JJ, er legt einfach auf. Er legt einfach auf, JJ. Mein Puls ist auf 300. Er legt auf, JJ. Ja. Er legt einfach auf. Was ist das? Oh mein Gott. Ich schreibe ihm jetzt eine SMS, dem kleinen Bastard. Du kleine Fotze, entweder du telefonierst mit mir. Oh, mein Gott. Oh, Entschuldigung, das war ich. Buenos! Stinkt nach Schwanz. Warum will ich jetzt hinten nur so sagen? Maxim, ich bring ihn dir vorbei, ja? Nein. Doch, ich schenk dir den. Ich will den doch nicht haben. Ja. Warum bringst du den zu mir? Aber guck hier, doch mal, wenn Vater du... Vater Teresa oder was? Nee, aber du brauchst auch immer mal Leute, wo du mal ein bisschen am Gehirn... Ja, ne? Warum soll ich denn hier in sein Gehirn rumfummeln, ey? Du hast einmal gesagt, dass du in der Chickenfabrik willst du gerne rumfummeln. Aber also ja, jetzt nicht das... In der Chickenfabrik wollte ich an was anderem rumfummeln. Ich muss mal sagen, also bei mir, meine Augen hat sich. Ja, da ging es nicht ums Gehirne, da ging es um andere Sachen. I zu dem N zu dem G-King, Johnny, Mann, ich weiß nicht. Oh mein Gott! Holy shit! Stehen bleiben! Der flüchtet! Ah, Gott! Ich bin der Gebieter über meine Blase! Who from Mails? Die kann mir nicht mehr so crazy vermissen. Ich stich in diesen scheiß Augenblick. Ich bin crazy so crazy zerrissen. So will ich sie einfach wieder ficken oder nicht? Ich bin nicht mehr so crazy vermissen. Ich stich in diesen scheiß Augenblick. Ich bin crazy so crazy bis gleich ein Ministerium. So will ich einfach wieder schreiben oder nicht? Ich mitten in der Luft aus dem Fahrzeug rauszuspringen. Du bist doch komplett bescheuert. Was ist denn mit dir los? Wir gehen drauf, wir sterben. Das ist gefährlich. Was? Ja, hast du schon verstanden. Wäre er sauer, wenn das Ding zufälligerweise in Alamo See landet? Ja, wäre er. Würde dir das gefallen? Ja. Wollen wir? Ja, los. Yippie. Oh Gott. Oh mal Gott. Gucken, wie weit wir kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott! SG6 würde sich Sandy Shores zum 10:30 begeben. Okay, ich glaube 187 muss ich nicht anfangen. Holy shit! Warum? Oh, keine Ahnung. Dass sie wahrscheinlich wieder glauben, dass sie das nicht hören. Hey, dann haben wir neue These. Was war das denn? Möchtest du jetzt echt allein im Auto Praxen machen? Willst du mir jetzt drohen? Okay, dann Sie fahrt weiter. Vollidiot. Dein Vater ist ein Vollidiot, ha? Der ist richtig sauer. Ja. Dürft ihr euch einen Ausweis sehen, falls ihr dazu einen Wir haben gleich. Passen? Wir müssen uns gleich noch treffen, weil, ne? Ich hab gerade an dich gedacht, die das gesehen haben. Hast du? Uff! Oh Uff! Uff, Digga! Alter, was? Uff, Digga! No way! Wow! Bobby, mach dich! Okay, da war meine Warnung gar nicht so unbegründet.
Ja.